Nach der doch interessanten und actionreichen Woche werde ich mich für heute mal ausklinken. Das Video, das in Teilen der Günther geliefert hat, werde ich morgen dann in die Sendung bringen. Und wir machen heute mal ein bisschen etwas anderes. Es sind alle Inhalte drin, die sonst auch drin sind. Aber wir werden noch etwas ausführlicher sein, dass so für fast alle was dabei ist. Und drum wird die Sendung auch ein bisschen länger werden. Grüße Sie und grüße euch. Und wir sprechen ja immer nur über das Wetter, was da kommt und Wetterlagen. Und manches Mal möchte ich ja auch mal erinnern, was es schon mal gegeben hat. Und wir steigen mal ein, wie der November auch sein könnte. Und wir hatten damals, 2011, einen Rekord-November mit viel Hochdruck. Und dieses Bild war vom Hohen Peißenberg aufgenommen mit dem Nebelmeer unten. Es war ein sehr, sehr ruhiger Monat. Und da gab es auch noch ein anderes Bild hier aufgenommen mit eben diesem klaren Himmel. Oben war es total mild und unten relativ kalt. Und das Besondere an diesem November war, dass er den wenigsten Niederschlag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hatte, mit gerade mal 4%, was 2,8 Litern entsprach. Das war extrem wenig. Wir hatten ja davor auch dieses trockene Frühjahr, das erst so um den 30. 31. Mai dann nochmal ergiebigen Regen gebracht hatte, sodass die Statistik nur zumindest ein bisschen nach oben gegangen war. Und dann kam der nasse Sommer und der trockene Herbst. Und was ist dann passiert? Ganz kurz noch, hier ist der November einzuordnen, 2011. Und wir sind jetzt hier, Tendenz noch weiter steigend. Das wird also ein relativ nasser November werden. Und das haben wir gestern gesehen, der Herbst ist zu nass und das Jahr wird auch zu nass sein. Aber wir gehen nochmal zurück auf 2011. Das ist die gesamte Jahresstatistik der einzelnen Tage, wo es Niederschlag gegeben hat. Hier haben wir das trockene Frühjahr, da damals den nassen Sommer und dann kam der trockene Herbst und der November. Da war gar nichts. Und dann fummelt der Dezember aber sowas von rein und brachte eine Westlage der Superlative mit, ich gehe mal auf die andere Seite, mit sehr, sehr viel Regen und in den Bergen Schnee. Da hat es runtergeknüppelt ohne Ende. Damals hatten zum Beispiel die Berge Wassernotstand auf den Almen und dann gab es eben dort ganz, ganz viel Schnee. Entschuldigung, warum erzähle ich euch das? Weil wir damals eben den trockenen November hatten und dann ist es im Winter gekippt. Vielleicht ist es in diesem Jahr ja umgekehrt. Wir schauen mal kurz die gemittelte Wetterlage vom europäischen ECMWF-Modell für den 1. Januar an. Ich muss dazu sagen, ich hatte immer mal wieder Wetterlagen vom europäischen ECMWF-Modell vorgestellt. Die haben nie richtig gepasst. Aber ich möchte sie vorstellen, einfach nur der Form halber. Da hätten wir ein kräftiges Hochdrucksystem ausgehend von Südeuropa bis Mitteleuropa. Eine richtige fette Hochdruckblase. Ein Tief, aha, über Island und westlich davon mit einer eher antizyklonalen südwestlichen Strömung. Das wäre mild und trocken. Da wäre nicht viel dabei in Sachen Niederschlag. Und wenn wir uns die Abweichungen sowohl am Boden als auch in der Höhe des Luftdrucks anschauen, dann hätten wir diese Konstellation über dem Nordmeer und Nordeuropa Tiefdruck, über Mittelwest- und Südeuropa Hochdruck und dann wäre ebenfalls von uns nördlich ausgehend die Strömung erst mild, dann relativ kalt, aber Hochdruck geprägt und nicht so niederschlagsreich. Und wenn wir zum Beispiel im Januar sehr viel Hochdruck haben, gerade um den Jahreswechsel und bis Mitte Januar, dann wird es hinten wieder kippen im Februar und im März mit vielen Niederschlägen, die dann auch mal als Schnee niedergehen können. Das mal nur so ein bisschen für den Hinterkopf. Schauen wir jetzt mal auf die Niederschlagssummen vom europäischen ECMWF-Modell. Der sogenannte Zwölferlauf, der Abendlauf ist gar nicht eingetrudelt. Das sind die alten Karten mit dem Niederschlag, der jetzt gefallen ist, noch drin. Also muss man da ein bisschen was abziehen. Das amerikanische GFS-Modell macht wieder diese typische Nordwest- bis Nordlagenstruktur, wo alles von Norden und Nordwesten rangezogen kommt und sich an den Alpen staut und jeweils in den Schattenlagen der Mittelgebirge der wenigste Niederschlag runterkommen sollte. Und wenn wir das von 10 Tage dann auf 16 Tage erweitern, dann wären wir bis zum 2. Dezember da und hätten auch hier wieder ergiebigste Niederschläge bis zu 300 Liter im Oberallgäu und in den Hochlagen. Alles als Schnee. Da würde dann, wenn das so käme, auf der Zugspitze, auf dem Nebelhorn, auf dem Fellhorn, auf dem Wendelstein, auf dem Watzmann, im Sentes mehr Schnee liegen, jetzt dann in 2 Wochen, als nach dem vergangenen Winter. Und auch sonst wäre es ziemlich nass. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann schauen wir doch auf die gemittelte Wetterlage, warum das so ist für den 2. Dezember. Das ist keine typische Westlage mehr, sondern eine Nordwest- und phasenweise auch Nordlage. Alles, was hier
nördlich der 552er ist, das ist Höhentiefdruck und südlich davon Höhenhochdruck. Und das ist ja wohlgemerkt nur das Mittel aller Berechnungen. Da sind die Hochdrucklagen drin, die Südlagen drin, die Nordlagen, die Westlagen, alles. Und da nehmen wir einfach mal hier diese Linie. An der Frontalzone ziehen eben die Randtiefs entlang und die Systeme. Das wäre eine südliche Westlage. Die bringt viel Niederschlag und kann auch im Flachland mal Schnee bringen. Wir haben aber noch was. Wir nehmen das mal wieder raus und nehmen die Druckgebilde rein, die deutlich erkennbar sind. Da haben wir zum einen das Hoch, das ist das Azorenhoch, ein bisschen verschoben. Dann das Tief, das Islandtief, auch ein bisschen weiter nach Westen. Das Russlandhoch, kaltes welches und ein Tief über dem Mittelmeerraum, genau über Italien. Und da haben wir folgende Strömungen. Zum einen die milde Luft vom Atlantik, die allerdings ein bisschen weiter draußen bleibt. Und zum anderen die kalte Luft vom Kontinent, die ein bisschen näher rückt. Und das Ganze mischt sich hier oder kann sich mischen. Das ist eine relativ gute, in Anführungszeichen, Lage für vorzeitiges Winterwetter, also für Frühwinterwetter, was wir Anfang Dezember hätten. Und die Temperaturen in 1500 Meter Höhe zeigen auch diese Struktur. Wenn wir eine klassische Westlage hätten, müsste hier noch ein Hoch sein und hier ein weiteres Tief, dass das so richtig durchrappeln würde. Und das passiert nicht. Diese Westlage, die gerät ins Stocken, das werden wir auch in der nächsten Zeit merken, das ist immer so ein Hin und Her zwischen West und Nord. Die Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel, auch im Mittel wohlgemerkt, in rund zwei Wochen sind negativ über weiten Teilen Europas. Das hat jetzt nichts mit den Bodentemperaturen zu tun, aber in der Höhe. Die Luftmasse ist nicht so warm wie sonst. Und jetzt gehen wir mal die Ensembles durch. Das europäische ECMWF-Modell ist ja nicht da. Dann nehmen wir nur das amerikanische Modell und gehen jetzt mal verschiedene Regionen durch und beginnen im Nordwesten mit Amsterdam. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Und die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, die Einzelberechnungen finden wir in bunt. Unten sind die Niederschlagssignale. Jetzt habe ich da so ein bisschen rumschattiert mit hellblau, türkis und dunkelblau. Das hier in dem Bereich ist Schnee, der zwischen dem Flachland und dem Tiefland fällt. Und hier in dem dunklen Bereich fällt es garantiert bis ins Tiefland. Die Läufe, die hier reingehen, machen es nasskalt. Die hier oben sind, die bringen natürlich Regen. Und die Linie zeigt, wir sind durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich und die ganze Zeit über immer wieder nass. Gehen wir nach in den Nordosten, nach Greifswald, da haben wir wieder diese Wellenbewegung, ganz typisch drin, milde Luft, kältere Luft, milde Luft, kältere Luft. Hinten raus wird es ein bisschen gleichmäßiger und immer mehr Läufe kommen dazu, wo es dann mal im höheren Flachland, also 300 bis 500 Meter Höhe und auch im Tiefland schneien könnte, mit eben den Niederschlagssignalen. Wir springen in den Südwesten und nehmen dafür Zürich. Da haben wir auf, ab und dann wog das nicht mehr ganz so stark rum und eine Zwei-Cluster-Lösung, der milde Cluster hier oben, der hinten dann auch ein bisschen runter geht und hier, den sagen wir ein bisschen, das ist auch doof, und hier ein bisschen tiefer liegt mit Temperaturen im winterlichen Bereich, auch wieder mit Niederschlagssignalen. Wir gehen weiter nach Osten, nach Berchtesgaden und haben wie mit, mit dem Lineal gezogen hier eine Parallelwelt zwischen den Aussichten und dem langjährigen Mittel. Wir bleiben leicht drunter. Auch die Zwei-Cluster-Lösung oben milder, unten kälter, viele Niederschlagssignale. Das heißt, da kommt gar keine richtige Ruhe rein, aber eben mit leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen. Bedeutet zum einen, wir werden kein beständiges und nachhaltiges Winterwetter bis ins Flachland bekommen. Das ist mit diesen Karten aussichtslos. Selbst wenn da mal Läufe drin sind, die nach unten gehen und Schnee bringen würden, die gehen danach wieder hoch. Dafür ist es einfach zu unruhig. Und da hatten wir auch gestern im zweiten Video darüber gesprochen in Sachen Polarwirbel. Ich habe aber noch ein Ensemble und zwar für die Alpen-Südseite, für Südtirol, für Bozen. Auch da leicht unterdurchschnittliche Temperaturen, relativ wenige Niederschläge und das bedeutet, es ballert alles von Norden gegen die Alpen. Das kommt im Süden dann eben nicht so an. Die Niederschläge gestern, das hat ja ganz schön losgelegt im Südwesten, wieder im Rhein-Einzugsgebiet. Da ist die Schifffahrt sicherlich in einigen Regionen bald eingestellt. Der Rheinpegel steigt und wird zum reißenden Strom. Es ist ja so, wenn man am Rhein steht, die Schiffe, die flussabwärts fahren, die haben richtig Dampf drauf. Da muss man schon aufpassen, dass das Heck einen Bug nicht überholt. Genau, und umgekehrt, wenn die
nach oben fahren müssen, flussaufwärts, dann dong, 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 und man kommt kaum voran. Also im Südwesten hat es viel Regen gegeben, 5,5 Liter, deutschlandweit gemittelt. In Sachen Sonnenschein gab es rund um die Nordsee etwas, 1,1 Sonnenstunden. Tiefstwerte minus 2 Grad in Garmisch und Oberstdorf, plus 7 Grad im Südwesten, Höchstwerte 3 Grad im oberen Erzgebirge und einen 14er Wert hat es gegeben im äußersten Südwesten Rheinfelden mit 14,4 Grad, also knapp die gerundeten 15 Grad verpasst, die wir, glaube ich, hier drin hatten. Schauen wir kurz auf die Wetterlagen der nächsten Tage. Die kommende Nacht wieder diese wogende Bewegung, da sind wir kurz auf der Rückseite, kommen dann wieder auf die Vorderseite. Kaltluft zieht ab, milde Luft kommt herangezogen und dann wird es vorübergehend kippen. Am Dienstag nistet sich hier wieder etwas Höhentiefdruck ein, die Strömung dreht auf Nordost. Es ist aber keine richtig kalte Luft da. Die lungert über Skandinavien und soll uns dann kurz streifen. Danach haben wir wieder Westlage und dann kommt dieser fette Brummer über Skandinavien angezogen mit hochreichender Kaltluft, die vor den Toren Mitteleuropas steht am Freitag. Und die Luft ist noch mild, dann wird es kälter. Und danach, jetzt nehmen wir nochmal einen Wert, wieder ein paar Tage später, und zwar am Montag, den 27. November, zieht der Trog nach Osten ab. Wir sind noch in der Kaltluft. Von Westen kommt wieder die mildere Luft herangezogen. Und was haben wir da? Und das ist so wunderbar die Struktur, die wir in der nächsten Zeit bekommen werden. Milde Luft zieht ab, kalte Luft kommt, milde Luft kommt, kalte Luft kommt danach. Das ist so die Treppchenbewegung und dieses Hin und Her zwischen West und Nord in der nächsten Zeit. Aber nicht nur das erkennen wir in der Wetterlage. Wenn wir das mal wegmachen, da haben wir das auch von Osten mit diesem kräftigen Hoch hier, kommt die Ostströmung und auf der anderen Seite die Südströmung. Das ist nicht uninteressant, was in der nächsten Zeit da passieren wird. Soweit dieser Block. Kommen wir zum Wetter dieser Tage. Wir starten im Süden mit Schnee und Regen. Schneefallgrenze zwischen 700 und 900 Meter Höhe. Im Nordosten zieht das Tief ab. Am Nachmittag haben wir dann von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgehend durch den Südwesten bis an die Alpen weitere Regen- und Schneefälle. Im Nordosten noch ein paar Schauer. Moment, guck mal dahin, das ist 9 Uhr. Hier ist das Tief und da ist das und das sieht genauso aus. Am Nachmittag haben wir dann immer noch ein paar Schauer und das Tief liegt immer noch im Nordosten. Da kommt aber mal die Sonne heraus. So sieht es dann aus, hier im Nordwesten ein bisschen Sonne, ansonsten immer wieder Schauer, Stau, Niederschläge an den Bergen, jeweils mit der Schneefallgrenze zwischen 400 Meter Höhe im Erzgebirge, 700 Meter Höhe am östlichen Alpenrand und 1000 Meter Höhe ganz im Westen und der kalte Wind. Höchstwerte 0 Grad in den östlichen Mittelgebirgen, 1 Grad im Oberallgäu, sonst 2 bis 9 in den Niederlanden, bis zu 10 auf der Alpen-Südseite, bis zu 11 Grad. Morgen starten wir nach einer teilweise frostigen Nacht erst einmal mit Restwolken und Nebel. Wir haben ja sehr viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Ein paar Regen- und Schneeschauer sind im Südosten noch unterwegs. Dann lockert das Ganze auf, die Sonne kommt heraus und das angekündigte Regengebiet wird sich um ein paar Stunden verzögern. Wahrscheinlich muss es rein aufwärts fahren. Der Wind frischt mit dem neuen Niederschlagsgebiet dann auf. Die Temperaturen erreichen 10 Grad maximal, so 4 bis 10 in den östlichen Mittelgebirgen, 2 Grad und 12 Grad schon wieder in den Niederlanden. Dann rattert in der Nacht auf Sonntag ein Regengebiet durch. Das wird ganz schön winden wieder und sehr nass werden. Tagsüber folgen dann weitere Regenfälle. Im Südosten regnet es noch länger, dann hört es auf. In der Nordhälfte viele Schauer, zum Teil auch Gewitter nach Westen und Südwesten zu. Dann am Nachmittag auch mal längere sonnige Phasen. Der Wind wird stark bis stürmisch, alles wie gehabt, bei Temperaturen zwischen 4 Grad im Mühl- und Waldviertel und 15 Grad an der Lorelei. Da wachsen bald die Leberblümchen bei der Wärme. Am Montag weiterhin windig in der Mitte und im Norden, starker Südwestwind, im Süden ein bisschen freundlicher, 6 bis 14 Grad. Jetzt kommt der ominöse Dienstag, wo der Wind dreht. Es bleibt aber noch mild, 5 bis 12 Grad, Regen, Nieselregen, viele Wolken, wenig Sonne. Am Mittwoch ist kein Niederschlag mehr da, aber es wäre kalt genug. An den Alpen wird es ein paar lockere Schneeflöckchen geben, die bleiben aber nicht liegen. Ansonsten Sonne, Wolken und Hochnebel mit Nordostwind. Am Donnerstag geht es an der Küste schon wieder los mit neuem West- und Südwestwind, milden Temperaturen bis zu 12 Grad und Regen. In der Südhälfte sind wir nach einer frostigen Nacht geschützt. Hier ist es teils sonnig, teils neblig. Die Modelle im direkten Output zeigen 3 bis 4 Grad. Aber wenn wir eine frostige Nacht hatten und es ist tagsüber windstill oder wir haben schwachen Ostwind und das wird am Donnerstag dann sein, dann bleibt es hier beim Dauerfrost. Die Inversionswetterlagen können im Winterhalbjahr die Modelle nicht erfassen.
Am Freitag geht es dann los mit dem neuen Tief. Erinnert euch, diese große Schüssel im Norden. Schneeregen, Graupelschauer, Gewitter, Regenschauer im Süden. Kurz föhnig, dann zieht hier der Regen auf, 2 bis 9 Grad. Der Samstag nasskalt mit Regen, Schnee und Graupelschauern und einer Menge Wind. Bei ein paar Grad plus Temperaturen brauchen wir jetzt gar nicht nehmen. Und am Sonntag beruhigt sich das Ganze wieder. Es sind noch ein paar Schneeschauer im Süden unterwegs. Von Nordwesten her wird es schon wieder milder mit Regen. Und dieses Hin und Her wird so weitergehen. Die Ensembles für den Norden Deutschlands. Es geht rauf auf 10 Grad, dann runter auf um die 5 Grad. Und da bleiben wir eine ganze Weile mit den Ausreißern nach oben und nach unten. Niederschläge haben wir eben gesehen. Im Westen auch auf 10 Grad geht es rauf, dann runter auf um und unter 5 Grad. So wahnsinnig warm wird das nicht mehr oder mild, wie man um die Jahreszeit sagt. Und es sind viele Läufe dabei mit Nachtfrost. In der Mitte genauso der Temperaturanstieg wieder zu Wochenbeginn, der Abfall, dann alles in Seitwärtsbewegung mit Temperaturen von knapp 5 Grad. Im Osten Deutschlands auch der Wärmeberg zu Wochenbeginn. Danach geht es runter auf um und knapp unter 5 Grad. Im Süden Deutschlands alles sehr niederschlagsreich. Auch der starke Anstieg der Temperaturen. Dann sind wir hier zwischen 0 und 5 Grad. Der Kontrolllauf driftet hier weit nach oben ab. Andere gehen in den Frostbereich, teilweise sogar in den Dauerfrostbereich. In Bern genauso. Hier der Wärmeberg mit Regen. Danach alles zwischen 0 und 5 Grad. Ein paar Niederschläge. Und der Blick nach Klagenfurt, nach Kärnten. Hier bleiben wir bei um die 5 Grad, später so 0 bis 5 Grad und deutlich weniger Niederschläge, weil wir auf der Alpen-Südseite sind. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Einstieg ins Wochenende. Es wird jetzt beim Wetter ein bisschen ruhiger und wie hat doch damals Löwenzahn immer gesagt, abschalten. Nicht ganz. Ich bin angeschrieben worden von mehreren. Ich soll mir doch mal den CFS-Lauf anschauen. Ihr wisst, das ist die Verlängerung des amerikanischen GFS-Modells. Dieser CFS-Lauf berechnet bis zu 9 Monate im Voraus, wird 4-mal am Tag berechnet. Kann man nicht ernst nehmen, so, schon gar nicht die Wetterlagen an dem Tag. Aber wenn man sich immer und immer und immer wieder die Wetterlagen anschaut, dann kann man eine grobe Struktur erkennen. Und das, was wir jetzt machen, hat gar nichts mit Wettervorhersage zu tun. Das wird mir wahrscheinlich dann wieder in die Schuhe geschoben, aber das ist egal. Und die haben alle geschrieben, schau dir mal den Lauf an. Das habe ich jetzt die letzten Tage nicht so gemacht, aber den habe ich mir angeschaut und den möchte ich euch vorstellen. Welche Wetterlagen da kommen würden. Das hier wäre für Ende November dann eine Troglage über Mittel- und Osteuropa mit hochreichender Kaltluft und Temperaturen von um die minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Pures Winterwetter, kurz vorm Advent. Die Wetterlage knickt dann weg und ein paar Tage später, am 6. Dezember, wären wir am Rande des Hochs, hier wieder die 552er, wäre die Wetterlage wieder da und wieder mit der minus 10er. Und wenn wir nochmal zurückgehen, da haben wir das Treppchen drin, was wir eben gesehen haben. Da das Tief, Nordlage, kurze Westlage, dahinter wieder die Nordlage. Und ein paar Tage später, etwas mehr als ein paar Tage, 12 Tage später, ist sie wieder da. Die Nordlage. Wieder diese Treppchenbewegung mit einem Trog, der weit, weit, weit nach unten geht, bis Nordafrika, tief hier über dem Balkan und einer satten nördlichen Strömung. Und weite Teile Europas hätten dann um minus 5 bis minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe, vor allen Dingen West- und Südeuropa. Das wäre Winterwetter pur mit Schneefällen in der Adventszeit. Das sind Wetterkarten, die hat es zuletzt schon lange nicht mehr gegeben. Wenn ich jetzt 2010 sagen würde, wird mir wieder gesagt, ja, der hat ihn angekündigt, da kommt Winter wie 2010. Ihr wisst ja, wer das immer macht. Am 23. Dezember ein tiefen Höhentief, genau über dem Alpenraum, Hochdruck im Norden und sehr kalte Luft. Da könnte man fast ein Herz erkennen. Es wäre ein kaltes Herz. Minus 15 Grad in 1500 Meter Höhe, Schneefälle, Dauerfrost. Das wäre so ein Schnee, der ist so fluffig, der wäre wie Daunen. Man wird den nehmen und der rieselt nur weg. Wenn man den abtauen würde, dann wäre das nur noch ganz wenig. Der ist so fluffig. So wäre die Wetterlage definitiv dann weiße Weihnachten. Und eine Karte habe ich noch für den 1. Januar. Da haben wir wieder diese Struktur mit dem Hochdruck und der östlichen und nordöstlichen Lage mit saukalten Temperaturen. Es würde bis etwa Mitte Januar dann unter Hochdruck kalt bleiben. Da gäbe es keine neuen Schneefälle dazu. Und nach Mitte Januar würde es alles weggebügelt werden mit dem Monster, das da hinten kommen würde, mit einer Westlage, die sich durchsetzen würde und Südwestlage. Und dann würde es im Kern ein Mildwinter werden bis etwa Mitte, Ende Februar. Und dann ging es wieder zurück in diese Geschichte hier, der klassische Sandwich-Winter.
Und wenn man sich das mal so alles anguckt und sich auch die Wetterlage derzeit anschaut, dann sind zumindest mal auszugsweise solche Wetterlagen, wie sie hier berechnet wurden, gar nicht mal so abwegig. Und jetzt verschwinde ich. Bis morgen.